Leute, herzlich willkommen auf dem Neuen. Und heute spielen wir mal wieder, wie ich hier eine... Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Last Thunder Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft Dungeons. Und ihr könnt hier auch direkt sehen, dass wir die Feuerschmiede mal endlich geschafft haben und jetzt hier eine Tagesprüfung anscheinend haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt das machen will. Auf jeden Fall, ja, die Feuerschmiede haben wir jetzt endlich mal geschafft. Ich glaube, wir müssen die Kakteenschlucht machen, damit wir hier zum gesperrten Bereich kommen. Weil hier ist ja praktisch irgendwie das Finale. So. Genau, das heißt, wir machen jetzt im Prinzip die Kürbisweiden und Kakteenschlucht. Die Kakteenschlucht machen wir heute und die Kürbisweiden dementsprechend in irgendeiner nächsten Folge. Genau. Dann hören wir mal kurz, was sie hier sagen. Und dann geht's auch los. Der Erzilliger will mit Hilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. So, okay. Dann legen wir auch mal direkt los, indem wir hier erstmal den hier aufmachen, dass wir hier rüber können. So. Achso, ich habe übrigens jetzt ein bisschen hier, wie ihr hier schon sehen könnt, einen Hammer. Ich habe ja ganz viele neue Sachen hier, wie ihr hier sehen könnt. Bam, bam, bam. So, der macht nämlich ganz schön viel Schaden. Zack, 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 zack. So, und deswegen, ja. Ich habe hier auch ein bisschen das hier neu gemacht, wie man hier sehen kann. Ich habe jetzt hier Raketen und dann irgendwie das hier, weil das mehr Schaden macht. Deswegen. So. Zack, zack, zack. Fast gestorben. So. Wir müssen da lang, okay. Na, also nicht, dass ihr euch wundert. Bam. Bam, bam, bam. So. Yep, danke. Okay, dann laufen wir hier mal weiter. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Was cool ist an dem Hammer, ich kann ganz viele gleichzeitig töten. Wow, wow, wow. Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Boah, war das knapp. Leute, das ist ganz schön knapp hier. Knappe Kiste. Aber da muss ich durch, denn das Spiel ist auch hier nicht leicht. Schmerzzyklus. Okay. Okay, 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 okay. Ja, komm. Ich muss hier kurz weg, Leute. Level 13 bin ich jetzt. Hä? Bin ich gerade eben Level 5? Egal. Egal. Bam. Bam, bam, bam.
Bam, bam. Bam. So. Und dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Weiß gar nicht, hier ist jetzt erstmal nichts. Also ich glaube, dass wir gleich noch irgendwie gegen den Boss kämpfen müssen. Aber mal kicken. Aber diese blöden Baby-Zombies. Ja, da kann ich jetzt nicht machen, dass sie da oben ist. Obwohl, kann man hier irgendwo hoch? Nee. Dann nicht. Junge, warum kann die denn noch von so weit weg? Die kann von so weit weg das machen, hä? Ach so, weil hier einer ist. Ah, Tempel. Bisschen Fleisch. So. So, noch drei. Diese Richtung. Oh. Da habe ich zu spät getroffen. So, weg mit denen. Dann machen wir das hier auch noch und dann ist das auch schnell weg. Yeah. Oh, da kommt der Baby-Zombie. Ein Baby-Zombie kommt da. Okay. Reicht auch. So, scharf. Gehen wir down hier. Nein. Ey, ich hasse diese. Geh weg. Scharf, ich brauch dich. Geh weg, habe ich gesagt. Ey, da ist ja noch eine. Aua. Geh weg. Wow. So. Mann. Finde den Tempel. Wofür muss ich das jetzt aufmachen? Genauer gesagt. Egal. Okay. So, wir müssen jetzt den fernen Tempel finden. Das Ding ist, es zeigt ja schön ein Weg dahin. Nein, 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 nein. Aus. Aus. Weg. So. Komm her. So. So. Machen wir den ja auch nochmal platt. Perfekt. So, gehen wir hier mal weiter. Wow. Tschüss. Oh. Ich bin gestorben. What? So schnell? Ah. Oh. Als ob es nur noch einen gibt. Wie schnell habe ich die denn jetzt besiegt? Na gut. Bam, 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 bam. Gewonnen. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Wo kommst du denn her? So. Scheiße, ich habe daneben gezielt. So. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal weiter. Und sammeln hier mal ein bisschen Vorräte. So. Regeneration. Ja, natürlich. Zwei Creeper. Ja, es werden immer mehr. Yo, ich gehe komplett rein.
Ich gewinne das Ding. Zack, zack, zack. Dann. Oh, warte. Da ist ja Essen. Ist witzig, aber natürlich gegönnt. So. So, dann gehen wir mal hier rein. Ja, natürlich. Das war mir sowas von klar. Okay, Leute, ich mache mal hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die erste Welle habe ich jetzt hier, wie ihr gesagt, geschafft. Oh, anscheinend war es nur eine. So. Let's go. So. In den goldenen Schlüssel. Okay. Tschüss. Boah, ist gestorben. So, den goldenen Schlüssel habe ich jetzt auch. Der Weg endet nie. Warum heißt der so? Jetzt weiß ich warum. So, ich habe ihn wieder. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich am goldenen angekommen bin. So, Leute, ich habe das goldene Tor geöffnet. Und die attackieren mich hier auch schon. Boah. Fast gestorben, aber ist klar. So. Dann gehen wir hier mal durch. Ich suche ja irgendwie immer noch das, diesen blöden Tempel, ne? So. Da, zack. Ja, natürlich. Wie viele sind denn hier? Boah. Jo. Zack. So. Okay. Weiter geht's. Ach nö, ich weiß jetzt schon genau, was kommt. Bei dieser großen Fläche hier. Und zu. Und ganz schnell weg. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mich kurz über einen hier drauf drücken. So Leute, ich habe diesen schweren Kampf endlich geschafft. Also das war wirklich sehr schwer. Junge, Junge, war das schweres Spiel gerade. Ich hab's geschafft. Oh. Du hast die uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Ja, ja, ich hab's geschafft. Ey, Leute, das war bis jetzt wirklich sehr schwer. Aber das vorherige Level war tatsächlich schwieriger. Ne? Also, boah. Anstrengend, sag ich nur. Boah, erstmal die Kiste hier öffnen. Küste wird sich jetzt erstmal gegönnt. Verseuchtes Leuchtfeuer. Oh. Können wir erstmal in meinem Inventar gucken. 13. Das hat 9. 32 Nahkampfschaden. 30 Nahkampfschaden. Zufällige Kombo. Großer Spucker. Na, weiß ich jetzt nicht. Geht bis 119 Fernkampfschaden. Stark aufgeladene Fernkampfschaden. Ich mach die hier raus. Obwohl, die hat ja schon... Ja, wobei, no. Aber plus 33 plus 135. Ne, die sind ja alle scheiße. Komm, ich mach die Waffe geiler. So. Ja, aber das tausche ich natürlich gegen die hier. So.
ist ja ganz klar. Server übertragen. So. Ja Leute, wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf mein Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Danke nochmal für den ganzen Support in letzter Zeit. Ist sehr nice. Also vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich sagen, aber habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.